Und damit auf ein neues, eine weitere Folge von Let's Play Yooka-Laylee. Im letzten Part haben wir den Boss besiegt, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. War eigentlich im Nachhinein sogar relativ cool und ich bin gerade hier aus dem Buch gegangen, wie man gesehen hat. Also, wie man nicht gesehen hat. Aber so ein bisschen, weil ich halt draußen bin. Und mich hat Schrauser angelabert beim Rausgehen. Ja, aber wir gehen da noch nicht hin. Stopp. Warum nicht? Nee, das machen wir, wenn wir auf dem Weg zur fünften Welt sind. Aber wir wollen ja erstmal die vierte jetzt überhaupt erstmal erweitern. Okay, dann machen wir halt nur erweitern. Aber ich weiß nicht. Schmökerer? Nee, nicht Schmökerer. Aber das ist irgendwie anders. Ja, sagt er nicht. Aber das ist kein Walzer. Vor allem, weil da habe ich sofort ans Pokémon gedacht. Oder, nee, ans Pokémon. Wer kennt's nicht? Die Attacke natürlich. Aber mir fällt gerade auch nicht ein, wie die heißen. Schmökerer ist es auch nicht. Echt was Belastendes. Ja, und im letzten Part hat Jan, wie gesagt, sehr knapp das Spiel geschafft mit Kato. Genauso viele, wie man braucht. Und im Anschluss auch den Boss. Die Boss. Jetzt kommt schon wieder ein langer Ladebildschirm, wie immer. Großwälzer heißt es. Ja, halt Wälzer, nicht Walzer, ist dasselbe. Ja, das hat. Ja, nee, das ist schon. Ey. Hier, das sind zwei Punkte noch über dem A, es tut mir ja leid. Ja, und das Groß. Das ist wichtig, viele Leute. Das ist bestimmt noch normaler. Ist jetzt ein Riesenwälzer oder wie? Nein, so oder so heißen die Großwälzer, ohne dass du die erweitert hast. Das Buch heißt so, weil die so groß sind, im Gegensatz zu den anderen Büchern, die Capital B da, wo sich ran saugt und missbraucht. Hier steht immer noch Kodierung überlastet. Sehe ich gerade. Oh, not again. Ach komm, was? Hast du hier den Mod wieder ausgewählt? Nee. Dann würde das Spiel ja also einfach komplett deinstalliert werden. Willkommen im wundervollen erweiterten GPT Casino. Viel Spaß mit unserer betrügerischen, verführerischen Spielen. Geh mal kurz ins Menü, ich will mal gucken, was uns noch fehlt, weil. Oh, nein, noch nicht. Gucken wir uns erstmal um, was erweitert wurde. Ah, da sind Röhren. Ah, das wurde jetzt aufgemacht. Ja. Das hat jetzt auch auf, da würde ich sogar fast zuerst hingehen. Ja. Da ist noch was. Da ist auch noch was. Da ist was. Alter, hier hat sich einiges getan. Im Gegensatz zu anderen Welten. Also ich glaube, das fehlt das nicht, das Molekül? Nee, das haben wir. Aber das Leben-Ding fehlt noch, aber das müssen wir nicht unbedingt haben, aber wäre halt schön. Naja, und noch keinen einzigen Ghost Rider. Einen hatten wir gehört, aber haben aufgegeben. Ach, scheiße. Weiß ja. Er noch, wie es geht? Kann man jetzt gleich nochmal hier ein bisschen einlösen. Ich glaube, zwei, wir hatten 27, kann das gehen? Dann sagt er immer dasselbe, hey, deswegen lasse ich sagen. Wir tauschen. Ja. Ja. Aber wo ist das große gut. Bild? Chance sagt, macht das jetzt nur in der Oberwelt, ne? Relativ am Anfang. Das war der Ausgang. Ja, Chance in der Oberwelt ist das. Der andere ist ja sozusagen zwar der gleiche, aber der sagt so, nö, ich hab nix. Ja, ich glaube, du musst da irgendwas dran ziehen, oder? Kannst du mit den Dingern irgendwie interagieren? Ich wüsste nicht wie. Oh, hä? Die müssen da in die Mitte. Oh. Nein, eins noch. Ja. Ja, also. Ich weiß nicht mal, was ich gemacht habe. Wie gut. Ich kann dir nicht mal sagen, was ich gerade gemacht habe, aber ich bin so, froh. Jetzt würde ich gleich zu dem anderen Bild gehen von Capital. Ja, ich suche schon. Geht hinten jetzt auch rein, aber ich weiß nicht, ob man da reinkommt. Ich glaube, auch ein paar Dinge sind für den. Nicht für den, sondern für die Verwandlung. Aber wir haben Dr. Pascal noch gar nicht getroffen. Ich glaube, wir hatten sie mal gesehen und dann ganz am Anfang dachte ich, nee, noch nicht hin. Ach so, das war's. Aber ich bin mir nicht sicher.
ein Schwein. Oh, der Pogo-Stick. Die Pogo-Stick-Lady. Nicht jetzt, Bauer. Ich bin auf offizieller Rittermission unterwegs. Und brauche keine Hilfe von gewöhnlichen Echsen. Stimmt, deswegen, da hast du ja gesagt, die Verwandlung nicht. Deswegen hast du es gesagt, nicht, wo wir sie schon gesehen haben. Glaube ich. Ich glaube, wir hatten ein anderes Schwein schon mal gefunden. Und in dem Zusammenhang hattest du es erwähnt. Nee, ich glaube, entweder hat die Verwandlung was mit den Schweinen zu tun, oder man muss in der letzten Welt irgendwas triggern, dass die Schweine einen anerkennen oder so. Da ist es doch. Stopp, du bist... Oder doch. Hä, was war das davor? Guck mal, das davor wäre das gewesen. Hast du es jetzt aktiviert? Oh. Was kannst du mit den anderen Sachen machen? Will nicht sagen. Ah, da sterben die. Okay, das ist eindeutig schwieriger. Ich mach einfach gar nichts und hoffe, dass ich es schaffe. Ja, 2 von 4. Das sieht gut aus. Nein. Wenn die alle reingehen, hat. Easy. Ja. Gib mir die Money. Oh, da musst du selber rein, oder? Oh, was kann man da machen? Das kenne ich. Wir stellen uns auf den Schalter und pusten den Ball. Durch den Kurs. Das ist einfach. Oh, Zeitlimit. Wir müssen da unten rechts hin und du fängst unten links an, okay. Wie kann man jetzt steuern? Da unten ist ein Knopf, je nachdem, ob ich da drauf laufe oder nicht. Ja, okay, aber du musst ja nach rechts kommen. Ja, mit der Platte hier halt. So, du musst erst drüber und dann kannst du da runter, ja. Lern anderen an. Oh. Obenrum ist egal in dem Fall. Ja, und loslassen. Sehr gut. So, da müssen wir genau da rein. In das... Nicht so hoch, sonst musst du wieder zurück. Eieiei. Und runter. Ah, ich glaube, das ist noch gut machbar. Fallen lassen. Ja. Let's go. Ah, ja. Oben durch. Ja, das schaffst du, oder? Also eine Minute. Ja. Ich glaube, jetzt muss ich eh so fast nichts mehr machen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du da unten statt bei dem Pfeil rechts links landest, ob du dann stirbst. Ich hoffe nicht. Und runterfallen. Ja, easy. Hui. Cool. Da geht's noch rein, okay. Federn! Ich wusste, dass du eine verpasst. Aber was geht denn hier für Musik? Ist der Disco? Morgen ist ja auch hier bei uns Kirmes. Oh Gott. Uff. Stimmt, Kirmes existiert ja noch. Ich weiß gar nicht, ob. Natürlich wollte es in Duderstadt auch eine Kirmes geben, aber. Wie das da abläuft. Aber ist das da nicht. Duderstadt war doch bekannt für irgendwie sowas. Für sowas anderes. Nee, das war Dingelstedt, oder? Duderstadt gab es aber auch irgendwas. Ich bin mir nicht sicher. Kannst du da unten drunter landen? Na, wahrscheinlich schon, aber da ist nichts. Ach Mann, wo sind eigentlich diese Ghostwriter? Oh, die machen hier Party.
zu Unrecht. Oh, da war eine Münze. Oh. Ich glaube, wir sind nicht mehr im Casino, wir sind jetzt irgendwo anders. Party! Komm, wir besiegen die einfach mal. Wow. Oh, da muss ich schneller sein. Kannst du das von unten schon machen mit dem Turbo? Ja, easy. Münze. Ja. Yeah. Oh, da muss im richtigen Moment. Da ist der nächste, da ist der erste Ghosty, den wir wirklich sehen. Bisschen früher, glaube ich. Los. Yeah, perfekt. Ja, erstmal die Typen besiegen, Alter. Die nerven nur, weil der Typ, der greift dich ja die ganze Zeit an. Oh, jetzt ist er gelb. Hört er mich. Das ist ja dieser Typ, den man kommen lassen muss. Ah, zu spät. Ja. Nein. Jetzt. Yeah. Warum wird der grün, obwohl es der rote ist? Naja. Jeder wie er will. 30. Ist da jetzt was unten? Ich denke immer, da könnte was sein, aber... Da ist nur der Schund. Nur der Schund, falls man runterfällt. Das ist jetzt hier der Fall. Oh, oh, oh. Jetzt. Yeah. Easy. Oh, fast. Knapp daneben ist auch vorbei. Oh, als ob, guck mal, vorhin bei Professor Leth hat man auch diese Zeichen. Kreuz, Kreis, Karo. Nicht Kreis. Interessant. Da ist die Rutsche. Oh, Jan. Ja, ich sind nur Federn, hoffe ich. Vor allem, warum hast du es mit Turbo? Weil ich musste. Ich musste es ja aufmachen, da war ein Glas davor. Aber hab alles. Ach so. Okay. Ja, easy. Bis jetzt läuft's ja. Sag das nicht. Das hättest du nicht sagen dürfen. Doch, doch. So, warte. Hey, bis jetzt läuft's. Also, da kann man jetzt nichts gegen sagen. Ist das so ein Ding, wo wir schon waren? Oder? Weil da oben sind echt nur Federn. Ja, hier waren wir schon, ja. Ja, ich glaube genau, das war das, wo wir schon waren. Und da oben waren wir auch schon drauf. Hier ist nichts Neues. Dann gehen wir mal zu einer Röhre. Das mit dem... wie nennt man's? Memory hat man ja auch schon gemacht. Ja, wir haben ein paar Röhrchen zu erkündchen. Ich wäre cool, wenn man eine Karte hätte, aber es gibt keine Karte leider. Ja. Wo waren die Chronicoms, Frau? Ach, die war, du bist eben vorbeigelaufen. Na, egal. Da geht's hoch. Oh, da kann man auch hin. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal außen. Wie kommen wir denn da überhaupt hoch? Da, wenn du da das Ding anschreist. Nein, du musst die Dinger anschreien. Diese. Ja, okay, du warst jetzt schon oben. Das hättest du. Aber da oben, das musst du halt aktivieren. Ja, das ist jetzt natürlich. Jetzt. Und da ist jetzt wieder eins da an der Seite, genau. Hier ist eine Stampfattacke nötig. Oh nein, alle drei. Dann geht's immer höher. Sehr gut. Nee, du hättest da oben drauf stehen bleiben müssen, glaube ich. Ich glaube, da unten geht's nicht weiter, oder? Ja, hier ist unten der Tod, du musst da oben drauf sein. Hol dir mal die Münze da. Die ist voll versteckt. Warte mal, guck mal zurück, ob du irgendwas verpasst hast. Vielleicht war ja was. Na gut.
das sieht nicht so aus. Hm, interessant. Das letzte fehlt noch. Das erste fehlt noch. Oh, oh, oh. Ja. Immer höher. Immer weiter. Und töten. Töten. Runterfallen. Die Dinger erinnern mich an diese eine Level von Donkey Kong 64, wo man dann einfach One-Hit-KO war, wenn man von diesen Dingern platt gemacht wurde. Oh nein! War da nicht noch was? Weiß ich nicht. Okay, da kann man auch hoch auf dieses Gebäude. Ich weiß nicht, ob du da noch hättest rechts lang können. Du kommst da nicht hoch, das hatten wir schon mal versucht. Will er hier tricksen? Da waren wir doch schon drin. Ja, gar nicht. Das war doch ganz normal. Hier waren wir nicht drin. Doch. Nicht? Ja, ist doch. Das Glas nicht einfach wieder zu? Ich weiß halt nicht, ob das Glas kaputt bleibt oder ob das wieder repariert wird. Ah, hier ist der, den wir gefunden hatten. Ja. Soll ich da jetzt nochmal lang gehen oder nicht? Nee, ich glaube, das haben wir, weil das ja da offen ist. Achso, du meinst den Weg eben. Nee, gehen wir jetzt in die Röhre. Ich glaube, da oben war nicht mehr viel. Ich hoffe. Also vielleicht finden wir ja noch das Herz, aber wenn das da an der Stelle irgendwo wäre, dann... Ja, Pech gehabt. Stromnetz. Oh. Peace. Hier müssen wir hier nicht was anmachen? Ne, doch noch nicht. Oh. Oh. Timing. Easy. Eieiei. Nicht auch. Oh, da musst du auch mit der. Mit der Attacke drüber. Was macht das? Hä? Was ist jetzt passiert? Hä? Ach so, damit ist der Rückweg. Ja, wollte ich gerade sagen, ich glaube, das hat wieder auf. Ja. Oh, du bist schon nicht mehr drauf. Die Federn sind nicht so wichtig. Ich meine, wenn du drüber kommst, passt schon. Okay. Ich glaube, wir haben genug für die letzten Moves. Beziehungsweise, ich glaube, es ist eh nur noch einer, der was kostet. Na, geht doch. Ist da was unter der Treppe vielleicht? Oh, eine Feder. Eieiei. Not sterben. Not here. Not today. Ey, es wird immer besser. Eieiei. Gibt's hier keine Schmetterlings? Da unten drunter, vielleicht. Ist da was? Nein. Warum machen die sowas, wenn da nichts ist? Sowas regt mich ja auf. Oh, jetzt kommt's hopp oder top. Tot oder lebendig. Okay, geht noch weiter. Oh, ich muss erst mal angucken, wie die
an- und ausgehen. Den glaube ich gar nicht aus. Ich glaube, ich muss springen. Und der Knopf hinter dir, der geht, der macht auch wieder nur die Tür auf, wahrscheinlich hinter dir. Also nur so zur Sicherheit, ja. Ja. Ist da unten drunter vielleicht noch was? Hm. Ja, tschö. Passt. Leicht verkalkuliert. Naja, jetzt geht's aber schnell. Ja, geradeaus. Speedrun. Das ist ja jetzt easy. Ich wollte nur diese Federn hier noch mitnehmen. Na, das ist ja schon fast wie Let's Play Markus, der das immer sagt. Ja, ich will natürlich zeigen, wie es aussieht, wenn man Game Over hat. Nur deswegen bin ich gestorben. Das natürlich. Ist halt auch wichtig. Ja, klar. Die Zuschauer wollen alles vom Spiel sehen. Dazu. Auf jeden Fall. 100% tot. Wir sehen nämlich keinen No-Death-Spieler. Apropos No-Death, wir müssen irgendwann Monster Hunter zusammen spielen. Du musst es dir zumindest mal richtig angucken. Was heißt denn für dich richtig angucken? Ja, auch mal spielen. Aber zum Zugucken werde ich es auch nicht. Ja, Mann. Ja, okay, wenn vom nächsten Monster Hunter das rauskommt, eine Demo ist, dann spiele ich ja. Du kannst, das ist. Monster Hunter Wise hat auch eine Demo, das können wir sogar zusammenspielen. Na. Hör zu, was ich gesagt habe. Beim nächsten Monster Hunter, das rauskommt, die Demo. Ja, ich kann ja warten, so ist das ja nicht. Und ich weiß natürlich, für dieses Add-on wird es keine Demo geben, aber ja, dann das nächste Monster Hunter, das kommt. Ja, da sind die, nicht runterspringen. Halt, stopp. Gut. Gut, dann würde ich aber sagen, das ist ein gutes Partende. Und wir hoffen, euch hat der Part gefallen. Und ich schalte in der nächsten Folge wieder ein. Dann werden wir hier weiter rumirren und weiter die Erweiterung auskundschaften und vielleicht zu Dr. Pass gehen und uns verwandeln. Also, nicht verpassen. Like da lassen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.